Der 20. Juli 1944 ist ein wichtiges Datum in der Geschichte des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. War es ein Attentat? War es ein Umsturzversuch? Je nachdem, welchen der Begriffe wir verwenden, schauen wir auf unterschiedliche Ereignisse an diesem Tag. Sprechen wir von Attentat, schauen wir auf die Wolfschanze, das Führerhauptquartier im Osten gelegen, an dem Tag eine Besprechung stattfand, die zu der Hitler eingeladen hatte. Und an dieser Besprechung nahm Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, ein Offizier, Teil der Widerstandsbewegung war. Stauffenberg löste einen Zeitzünder aus, um den Diktator Adolf Hitler zu töten mit einer Bombe. Darauf schauen wir, wenn wir von Attentat sprechen. Damit waren die Ereignisse des 20. Juli aber keineswegs am Ende. Stauffenberg flog schnellstmöglich nach Berlin zurück, um dort eine Schlüsselrolle bei dem Versuch zu übernehmen, mit militärischen Mitteln das NS-Terrorregime zu stürzen. Dazu hatte sich eine Gruppe von Militärs, Zivilisten, Hitlergegnern aus den Gewerkschaften, aus den Kirchen zusammengeschlossen, um ein Ende der NS-Terrorherrschaft herbeizuführen. Eine Zeit lang gelang es den Verschwörern von Berlin aus, die Umsturzmaßnahmen voranzutreiben, aber Hitler überlebte das Attentat und viel zu viele Militärs und Verantwortungsträger in den zivilen Verwaltungen solidarisierten sich umgehend mit Hitler und verweigerten sich einem Umsturzversuch, sodass der Umsturzversuch am 20. Juli 1944 nach wenigen Stunden von den Nationalsozialisten niedergeschlagen werden konnte. Insofern können wir sowohl von einem Attentat als auch von einem Umsturzversuch mit Blick auf den 20. Juli sprechen. Es treten nur unterschiedliche Aspekte dann in den Vordergrund.